Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich im Nürnberger Stadion zum Qualifikationsspiel für die Fußball-Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko in der Gruppe 7 zwischen Deutschland und Österreich. Wir sind wenige Minuten vor Beginn des Spieles und das Stadion ist knüppeldicke ausverkauft mit über 67.000 Zuschauern schon seit Tagen. Und hier kommen jetzt die Mannschaften auf das Feld. Falls Sie Farbfernseher haben, die deutsche Mannschaft in weißen Hemden und schwarzen Hosen im traditionellen Dress. Am Schluss Berti Vogts von Borussia Mönchengladbach und neben ihnen die Österreicher in roten Hemden, weißen Hosen und roten Stutzen. Auf dem Feld noch eine Knabenkapelle aus Auerbach, die bisher die Zuschauer unterhalten hat, die vorher auch ein sehr gutes Schülerspiel Prag gegen Nürnberg gesehen haben, das die Prager Jungs mit 2:1 gewannen. In der Mitte das Schiedsrichtergespann Fiala aus der Tschechoslowakei mit seinen beiden Landsleuten Smejkal und Sarka. Und nun erwarten wir die Nationalhymnen der beiden Mannschaften. Das war die Hymne Österreichs und nun die deutsche Nationalhymne. Das war der offizielle Teil und Sie hören es schon, es ist Stimmung im Stadion, obwohl es einige Pfiffe gab, als bekannt wurde, dass die beiden Nürnberger Spieler, die hier vorgesehen waren, nicht bestätigt waren. Aber zunächst die Mannschaftsaufstellung, hier sehen Sie Österreich mit Gernot Freidel von Hertha BSC Berlin im Sturm, Sturmberger von Linzer ASK als Libero, dann Peter Pumm Bayern München mit der Nummer 2, Eigenstiller mit der Nummer 4 von Rapid Wien. Und Hof, Norbert Hof vom Wiener SC mit der Nummer 7. Mit Nummer 5 ist Fack von Rapid Wien. Dann Gustl Starek im Mittelfeld soll er also spielen von Bayern München mit Edmeier, der Nummer 10 von Wacker Innsbruck. Und dann die Spitzen sollen sein Kögelberger Austria Wien, Sieber Kickers Offenbach und Redl aus Wattens. Und dies ist die deutsche Mannschaft. Hier haben wir noch das Schiedsrichtergespann. In der Mitte ist Herr Fiala.
der zum ersten Mal ein deutsches Länderspiel oder ein Länderspiel mit der deutschen Nationalmannschaft leitet. Die deutsche Mannschaft mit Meier, Bayern München im Tor. Sie wissen ja, dass Wolter nicht spielen kann, wegen seiner Verletzung im Glasgower Schottland-Spiel. Mit Nummer 2 Bernd Patzke von 1860 München. Willi Schulz mit Nummer 5 vom HSV. Vogts, Borussia Mönchengladbach mit Nummer 3 und Höttges mit Nummer 6. In der Mitte werden inzwischen die Seiten ausgelost. Hier sehen Sie es durchscheinen zwischen dem Kapitän der Österreicher, das ist Sturmberger, und Willi Schulz, World Cup Willi. Mit Nummer 3 also Vogts, mit Nummer 6 Höttges und nicht Ludwig Müller, wie die Nürnberger erhofft hatten. Mit Nummer 4 Beckenbauer und 10 Overath, das bewährte Mittelfeldgespann, und dann der Angriff, diesmal mit 4 Sturmspitzen, hoffentlich. Nummer 7 Bernd Dörfel, Eintracht Braunschweig. Nummer 8 Gerd Müller, Bayern München. Nummer 9 Sigi Held, Borussia Dortmund. Und 11, der einzige Länderspiel-Neuling, Brenninger von Bayern München. Auf dem Felde also, hier haben wir noch die deutsche Spielerbank. Links Masseur Deuser, dann kommt Helmut Schön, dann kommt Udo Lattek. Und daneben sind dann die Spieler, die hier ausgewechselt werden können. Es dürfen 2 Spieler, Torwart oder Feldspieler, ausgewechselt werden. Sie sehen es, die deutsche Mannschaft hat Anstoß und sie spielt gegen einen leichten Wind bei einem Himmel, dessen Wolkendecke immer wieder aufbricht, und bei einer recht angenehmen Fußballtemperatur. Sie wissen, meine Damen und Herren, das erste Spiel im letzten Oktober in Wien endete mit einem 2:0-Sieg der deutschen Mannschaft, die dabei allerdings nicht sehr überzeugt hat, nach einem Treffer von Gerhard Müller und einem Eigentor von Eigenstiller. Eine Möglichkeit, Ettmeier gegen Bernd Dörfel, und da klärt Franz Beckenbauer zum ersten Mal. Fack gegen Overath. Erstaunlich, dass die Österreicher in den ersten Minuten offensiv spielen. Aber für sie ist ja eigentlich in diesem Spiel nichts mehr zu verlieren. Erinnern wir uns, in der Gruppe 7 der WM-Qualifikation führen Schottland und Deutschland gemeinsam mit 5:1 Punkten nach dem 1:1 von Glasgow. Und Österreich ist mit 4:4 Punkten nach einer 1:2 Niederlage in Glasgow und dem 0:2 gegen Deutschland in Wien schon ziemlich abgeschlagen. Zypern mit 0:8 Runden Punkten erwartungsgemäß ohne Möglichkeit. Das war Höttges und Schulz. Gerd Müller. Bernd Dörfel und Sigi Held, schönes Zusammenspiel. Und Brenninger kann nicht ganz heran. Einwurf für Österreich. Nein, es gibt einen Freistoß durch Pum. Beckenbauer und Patzke. Brenninger lauert, aber gut bewacht. Und da ist Brenninger zum ersten Mal in den Ball gekommen. Sigi Held ist dabei. Und die erste Ecke für die deutsche Mannschaft. Sigi Held wird sie treten, hier haben wir ihn im Bild. Schöner Direktversuch, noch ein gefährlicher Ball, denn er drehte sich. Aber Freidel von Hertha BSC Berlin war auf dem Posten. Und Sie haben es gemerkt, in der österreichischen Mannschaft stehen 4 Spieler, die in deutschen Bundesliga-Clubs kämpfen. Starek. Eigenstiller. Sehr offensiv. Und Patzke rettet noch vor der Ecke. Und das ist Eigenstiller, den wir im Bilde haben. Der Mann, der in Wien das Pech mit dem Selbsttor hatte. Ja, das war nicht korrekt von Berti Vogts. Freistoß für Österreich, etwa in Höhe des 16-Meter-Raumes. Starek legt sich den Ball zurecht.
und Overath bemängelt, er müsse weiter zurück und dem entspricht Schiedsrichter Fiala aus der Tschechoslowakei. Sepp Maier, erste Aktion des Münchner Torwarts. Gerd Müller. Schönes Passspiel mit Held. Immer noch Müller und Held wieder. Und jetzt wird Beckenbauer eingeschaltet zu Overath. Kögelbauer, ein farbiger Spieler. Spielszene war korrekt, trotz der Pfiffe der Zuschauer. Und Starek. Hof kommt heran. Die deutsche Mannschaft hatte jetzt nur noch zwei Spieler an der Mittellinie stehen. Sie konnten es nicht sehen, Gerd Müller und Held. Das zeigt also, dass sie durchaus diesen Gegner nicht leicht zu nehmen gewillt ist. Obwohl sie von 19 Qualifikationsspielen zur Weltmeisterschaft noch keines verloren hat, sondern 16 gewonnen und 3 unentschieden spielte. Die Österreicher verzögern etwas das Tempo. Und da kommt Bernd Dorfel. Und Overath. Sehr schönes Passspiel, aber dieser Fehlpass gar nicht ganz an. Dann gekämpft und der Ball scheint ihm aus zu sein. Nein, er hat noch einen Einwurf herausgeschonnen. Starek, immer anspielbar. Peter Pumm von Bayern München. Hier haben wir es also, dass zwei Clubkameraden gegeneinander spielen. Pumm gegen den Linksaußen Brenninger. Starek. Einwurf durch Pumm. Kögelbauer. Immer noch. Ein sehr temperamentvoller Spieler. Und Sigi Held. Ball ist im Aust. Einwurf für die deutsche Mannschaft. Dann wieder hat sich der Schiedsrichter anders entschieden. Der Schiedsrichter auf Freistoß, da hatte ich nichts gesehen. Und ein gefährlicher Schuss im Pfosten. Glück für Gernot Preidel im Tor der Österreicher. Wir haben ihn im Bild. Nach 3 Jahren zum ersten Mal wieder in der Nationalmannschaft. 25 Länderspiele hat er bereits hinter sich. Redl. Noch einmal, aber da war gepfiffen, ein Foul. Gedrückt zeigt Schiedsrichter Fiala an, der bisher sehr aufmerksam leitet. Nach vorne winkt Sepp Maier. Beckenbauer, Brenninger gegen Kögelberger, das war faul. Aber auch kein Grund zur Unruhe im Publikum. Beckenbauer und Brenninger und noch einmal faul. Und das war Peter Pumm gegen seinen Vereinskameraden, der dieses Foul beginnt. Beckenbauer wird den Freistoß ausführen und der Schiedsrichter weist darauf hin, dass der nötige Abstand von den Österreichern gewahrt zu bleiben hat. Wir haben es gesehen, Gerd Müller erwischte den Ball nur mit dem Scheitel. Höttges. Und das war Handspiel. Overath, Held, noch einmal Overath, ja, und da ist man auf seine Idee nicht eingegangen. St-
Tarik und Overath sind das, die wir hier im Bilde haben, die sich da gar nicht gut miteinander vertrugen. Willi Schulz sehr weit aufgerückt, er stand fast an der Mittellinie, und Beckenbauer. Der Platz ist in sehr guter Verfassung, trotz verschiedener Regenschauer. Overath. Bernd Dörfel. Und die zweite Ecke für die deutsche Mannschaft. Gespielt etwa knapp 10 Minuten. Spielstand 0:0. Und Dörfel wird die Ecke ausführen. Brenninger, Overath, zurück der Ball. Die deutsche Mannschaft, das darf man jetzt sagen, hat sich gut zusammengefunden. Sie wissen ja, dass aus dem erfolgreichen Spiel gegen Schottland in Glasgow, aus diesem 1:1, die beiden Italienspieler Haller und Schnellinger wegen der Punktspiele in der eigenen Liga nicht zur Verfügung stehen. Hier haben wir die österreichische Spielerbank im Bild. Und der Herr, der etwas zurücksitzt, der jetzt mit seinem Taschentuch schnauzt, das ist Bundestrainer Leopold Stasny, ein Slowake, früherer Nationalspieler, der jetzt Bundestrainer in Österreich ist. Sigi Held. Overath. Noch einmal Held. Stehen sehr geschickt die Österreicher in der Deckung. Beckenbauer. Die deutschen Stürmer stehen noch zu viel. Sie müssen sich mehr bewegen, damit sie anspielbar werden. Held weiß auch nicht wohin. Versucht es auf eigene Faust. Schön von Dörfel. Und da kam gerade noch Mannschaftskapitän Sturmberger vor Gerd Müller, der diese Chance wieder einmal gerochen zu haben schien. Freistoß für Österreich. Hier haben wir die Ehrentribüne. Sie sehen dort hinter dem Herrn mit der Brille, dem Kollegen Ludwig Maibaum, Fritz Walter, Maxel Morlock, der frühere Spielausschussvorsitzende, Hans Körfer. Morlock wird übrigens morgen 44 Jahre alt und es sind eine ganze Reihe von Nationalspielern und Prominenten heute hier. Willi Schulz. Beckenbauer. Dörfel. Ball war aber im Aus. Einwurf für Österreich. Und wieder Schulz als freier Mann, steht er immer goldrichtig. Beckenbauer. Overath. Etwas zu spät hält, aber in Ballbesitz. Und Steig. Patzke. Overath. Und knapp daneben. Da haben wir Wolfgang Overath im Bild. Er hatte ja eine Formkrise. Sie entsinnen sich so etwa im März. Da kriegte er gar keine guten Kritiken. Aber beim Schottland-Spiel zeigte sich dann, dass er wieder voll da ist. Bernd Dörfel. Brenninger. Beckenbauer. Sieber. Aus Offenbach. Starek. Kögelberger. Gegen Vogts. Hof. Ettmeier. Einmal den Mann, der den Ball sehr geschickt führt, wieder Starek. Und das ist typisch, solche Szenen, die Österreicher verlangsamen das Tempo, damit sie Luft schöpfen können. Freistoß jetzt für die deutsche Elf durch Willi Schulz. Nur ein schwacher Abschlag direkt auf Stark. Eigenstiller. Brenninger. Thank you.
Das Spiel der deutschen Mannschaft ist außerordentlich schnell und ich bin gespannt, wie lange die Österreicher das mit durchhalten werden können. Kögelberger. Hof, der sehr weit zurückhängt. Und Schulz. Einwurf durch Fack. Außerordentlich einsatzfreudig Willi Schulz als Kapitän. Ein Vorbild für die ganze Mannschaft. Und Beckenbauer. Hoverath, Höttges, Vogt, schönes Passspiel. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, denn da waren Abwehrspieler und Angreifer etwa zahlenmäßig gleichwertig. Sigi Helz. Hoverath, Beckenbauer. Ball wurde gespielt und Vorteil entscheidet der Schiedsrichter. Brenninger. Sperren ohne Ball. Eindeutig. Hält zu Beckenbauer. Gerd Müller. Und Freide. Abseits reklamieren die Österreicher, aber der Linienrichter hat gewinkt. Auf gleicher Höhe waren die Spieler nicht, also kein Abseits. Schönes Zusammenspiel Beckenbauer-Overath, allerdings ohne Raumgewinn und zu sehr in der Mitte, fürchte ich. Gut, dann wird Freiburg. Sie haben es gesehen, Gerd Müller, der Mann mit der Nummer 8. Ungeheuer gefährlich, auch in diesem Spiel. Und erneute Ecke, es ist die dritte für die deutsche Mannschaft. Ausgeführt wird sie wieder von Bernd Dörfel. Sichere Beute für Freidel. Höttges ist da. Zu Willi Schulz. Willi Schulz heute übrigens in seinem 57. Länderspiel und diese Erfahrung zahlt sich aus. Jetzt ist Patzke mit nach vorne gekommen. Aber da kommt Redl. Und Freistoß für Österreich. Edmeier tritt diesen Ball. Und da war keine Konzeption im Angriff. Leichtes Spiel für Vogts und jetzt Brenninger. Und da wird Held geschickt. Das hat er gerne. Aber der zweite Mann ist Endstation. Das war Kapitän Sturmberger. Einwurf durch Vogts auf Brenninger. Hoverath. Und Müller ist da. Und es war gepfiffen. Freidel reklamiert Foul, aber der Schiedsrichter hat Eckball gegeben für die deutsche Mannschaft. Es ist der vierte. Und das war die bisher größte Möglichkeit für die deutsche Mannschaft. Hoverath aus der Drehung. Ein unerhört harter Schuss, der Freiburg fast durch die Hände gerutscht wäre. Kögelberger gegen Patzke. Sie sehen es, meine Damen und Herren, deutliche Überlegenheit der deutschen Nationalelf. Wie erwartet, die ja als hoher Favorit in dieses Spiel gegangen ist. Und gespielt sind fast 19 Minuten, aber ein Tor ist bisher noch nicht gefallen. Starek. Sturmberger und Hof. Edmeier. Kögelberger.
Publikum. Starik. Und Sepp Maier. Sehr sicherer Eindruck des Münchners, der hier wenig beschäftigt ist bisher. Brenninger. Brenninger ist übrigens der 40. deutsche Spieler auf dem Linksaußenposten seit Kriegsende. Kögelberger. Ettmeier, Hof. Wieder Ettmeier, angegriffen von Beckenbauer und Einwurf für die Österreicher. Kögelberger wirft zu Pum. Hier Franz Beckenbauer im Bild. Da war wenig Verständnis zu spüren. Und eine Möglichkeit durch ein Missverständnis von Schulz, aber es wird ausgebügelt von Beckenbauer, Ettmeier und wieder Beckenbauer. Er behält die Ruhe, der Franze. Hält. Brenninger. Abseits. Die Österreicher praktizieren so eine Art Schweizer Superriegel, möchte ich fast sagen. Und der deutsche Angriff hat dagegen noch nicht das Rezept gefunden. Einwurf. Nein, Freistoß. Hof. Beckenbauer. Und Starik hatte sich offenbar beschwert, wird ermahnt und es gibt Freistoß durch Overath. Beckenbauer. Redl. Ettmeier. Sieber und Patzke. Overath, Brenninger, wieder Overath. Schulz, Overath. Der Ball läuft sehr schön, aber es gibt keine zwingenden Möglichkeiten. Gerhard Müller. Brenninger hält so ungefähr die 12. Station. Brenninger. Und sie gehält. Und er erzwingt eine Ecke, das ist Nummer 5. 5:0. Na, hier gibt es Pfiffe, der Schiedsrichter entscheidet nicht auf Ecke und Sie hören an der Reaktion der Zuschauer, was Sie davon halten. Sie sehen unsere Uhr, die Hälfte der ersten Halbzeit ist vorübergegangen, ohne dass ein Tor gefallen ist, weiter 0:0. Stormberger. Vom Linzer ASK. Starik. Sieber. Gegen Dörfel. Und das war ein Foul von Höttges. Hof. Sehr lässig Sepp Maier, der heute sein 15. Länderspiel bestreitet. Stormberger, Starik,
Edmeier. Wieder Starik. Eigenstiller. Da kommt Hof. Starik. Und ein ungefährlicher Schuss. Hier haben wir Starik im Bild. Ein bemerkenswerter Fußballspieler. Er war vor 2 Jahren mit Rapid Wien österreichischer Meister, vor 1 Jahr mit dem 1. FC Nürnberg deutscher Meister und nun schickt er sich an, mit Bayern München deutscher Meister zu werden. 3-mal hintereinander Landesmeister bei 3 verschiedenen Clubs, das ist schon ein Rekord. Bernd Patzke. Edmeier. Starik. Diese 20-Meter-Schüsse von Starik können sehr gefährlich sein, aber diesmal hat er nicht richtig getroffen. Müller. Weit zurück in der eigenen Hälfte. Brenninger. Gegen Pump. Overath. Nein, Dörfel. Schön aus der Drehung geschossen, aber da stand Fack. Und Einwurf für Österreich. Immer wieder Starik, der versucht, das Spiel aufzubauen. Hof. Edmeier, Kögelberger, Willi Schulz winkt nach vorne. Dörfel, Brenninger und Freidel. Schulz will offenbar mehr Druck, noch mehr Druck in das deutsche Spiel bringen. Und fordert also energisch zum Stürmen auf. Hier haben wir Willi Schulz im Bild und Beckenbauer. Overath. Patzke. Beckenbauer. Und das war ein Fehler, der Overath selten passiert, dass ihm der Ball wegrutscht. Aber es bleibt bei einem Einwurf. Patzke. Beckenbauer. Edmeier. Starik. Pum. Einer der technisch besten Verteidiger. Und gute Leistung von Höttges, der jetzt auch den Beifall der Nürnberger Zuschauer bekommt, nachdem er zunächst ausgepfiffen wurde, weil er Ludwig Müller vorgezogen wurde. Starik. Sieber. Wieder Starik, der in der Mitte ziemlich viel Raum hat. Leichtes Foul von Beckenbauer, wird geahndet mit einem Freistoß für Österreich. Hof. Technisch sehr guter Mann. Edmeier, Hof und wieder Starik. Und angegriffen und gegen den Pfosten und das war Glück. Ja, wie kann man einen so gefährlichen Mann aus etwa 18 Metern so frei schießen lassen? Jede Mannschaft nun also einen Pfostenschuss. Und da hat Willi Schulz, der jetzt am Ball ist, Grund zu schimpfen.
Patzke. Schöner Pass zu Hels. Aber der wird von Eigensteller sehr, sehr wirksam bewacht. Dies ist jetzt die fünfte Ecke. Overath und Beckenbauer und Patzke und Fuchs. Overath, Brenninger, Held. Overath. Ja, ich glaube, die deutsche Mannschaft sollte es jetzt mal mit Schüssen aus der zweiten Reihe versuchen. Redl gegen zwei Abwehrspieler. Und da war Höttges erfolgreich. Schulz. Ja, niemand bietet sich an. Jetzt kommt Müller. Dörfel. Patzke. Und die Möglichkeit. Ai, ai. Da fasst sich Gerd Müller an den Kopf. Das hätte sein 10. Länderspieltor für die deutsche Nationalmannschaft sein können. Held auf Overath. Etwas zu weit diese Flanke, aber immerhin noch eine Ecke und dieses ist Nummer 6. Hier haben wir wieder die deutsche Spielerbank. Helmut Schön unverkennbar. Fuchs gegen Kögelberger. Willi Schulz, Höttges, Patzke, Beckenbauer. Sieht wunderschön aus im Mittelfeld. Overath. Und Brenninger eine Möglichkeit. Pfosten. Und nochmal. Und Freidel. Hels. Overath. Nicht ganz einwandfrei von Starek gegen Held. Sieber. Noch immer im Ballbesitz. Und das gibt Freistoß für die deutsche Mannschaft. Beckenbauer. Gerd Müller wird außerordentlich scharf bewacht von Hof, dem Mann mit der Nummer 7. Overath und Vogts bietet sich an. Sehr offensiv der Mönchengladbacher. Noch einmal Vogts und Patzke. Beckenbauer. Nun stehen die Österreicher sehr unter Druck. An der Mittellinie nur noch Willi Schulz. Pum. Eigenstiller. Und Sturmberger. Und da ist schon wieder Dörfel dazwischen. Beckenbauer. Und der riskiert einen Schuss. Aber nicht genau genug. Jedenfalls eine sehr hübsche Leistung. Und nun ist das Glück etwas mit den Österreichern im Bunde. Ich glaube, das darf man offen sagen.
obwohl noch kein Tor gefallen ist, gute Stimmung im Stadion zu Nürnberg. Willi Schulz, Brenninger. Harmoniert jetzt gut mit Sigi Held. Noch einmal. Und das gibt die 7. deutsche Ecke. Österreich hat noch keinen. Hier haben wir wieder die Bank der Österreicher. Overath, Patzke, Beckenbauer. Ja, das war zu schwach für Freiburg. Hof. Bernd Dörfel. Held. Brenninger. Overath. Und erneuter Eckball. Der 8. Brenninger hält etwas zu kurz. Ja, wie lange können die Österreicher diesem Druck noch standhalten? Vogt zweigt an auf Willi Schulz. Noch 10 Minuten zu spielen, immer noch 0:0. Vogts und Patzke, die beiden Verteidiger. Das ist Vogts. Mit 22 Jahren hat er bereits 15 Länderspiele hinter sich. Einer der Standardverteidiger in der deutschen Nationalmannschaft. Mit ihm ist Kögelberger von Austria Wien. Sieber und Kögelberger, sehr spritzig und mit guter Ballführung, wie man sieht. Und da hinten in der deutschen Mannschaft, da stimmt nicht immer so alles, möchte ich sagen. Aber das dürfte ja wohl auch das Rezept des Staatstrainers Leopold Stassny sein, gegen eine überlegene deutsche Mannschaft geschickt zu kontern. Das ist die Möglichkeit, die die Österreicher hier heute sehen. Starek. Sieber. Und das war Foul von Beckenbauer. Sehr bestimmt Schiedsrichter Fiala aus der Tschechoslowakei, der bisher einwandfrei geleitet hat. Sepp Maier. Brenninger. Held. Kögelberger. Und Vogts. Patzke. Held. Einwurf für Deutschland durch Overath. Held. Bei den Österreichern tut sich was auf der Spielerbank. Offenbar soll Kreuz, den wir dort auf der Bank sitzen sehen, eingesetzt werden. Kreuz war verletzt, eine
junge Entdeckung. Er ist erst 19 Jahre alt und wurde auf der letzten Mittelmeerreise praktisch entdeckt bei den Spielen gegen Zypern, das 2:1 gewonnen wurde, gegen Malta 3:1 und gegen Israel in Tel Aviv 1:1. Sieben. Höttges. Und das war faul. Schulz und Beckenbauer. Breininger jetzt auf dem rechten Flügel. Overath. Hält. Overath, Doppelpass. Und sehr aufmerksam Peter Pum, der österreichische Verteidiger von Bayern München. Aber Eckball Nummer 9. Ausgeführt von Held. Hof. Edmeier. Wieder Hof. Redl. Und der Ball war bereits im Aus, bevor Sieber herankam. Hier haben wir noch die deutschen Reservespieler rechts im Bild. Das ist Horst Wolter. Dann kommt Schorsch Volkert. Wolter, Sie wissen es, hat im Krankenhaus liegen müssen nach seiner Verletzung. Jetzt in der Mitte ist Ludwig Müller. Und da beugt sich vor Max Lorenz von Werder Bremen. Trainer Lattek, Helmut Schön, Masseur Deuser. Held. Hof spielt gegen Gerd Müller ein sehr bemerkenswertes Spiel. Edmeier. Held. Breininger. Dörfel. Und erneuter Eckball, der 10. Dörfel. Stark. Immer der Mann, der die Angriffe einfädeln soll. Edmeier. Und wieder Stark. Pum. Overath. Und wieder Pum. Sieber. Starek. Jetzt also ein Zusammenspiel zwischen drei Bundesligaspielern auf österreichischer Seite. Overath. Patzke, wieder Overath. Das sind die Pässe, die wir sehen wollen. Und das war wegen Behinderung gepfiffen. Held wollte unter allen Umständen an den Ball. Nicht ganz korrekt. Pum. Vogts. Noch einmal Vogts. Pum. Kögelberger. Und Stark. Freistoß für Österreich. Hof. Deutsche Abwehr greift sehr spät an. Bernd Doffel.
Overalls. Der Kölner versucht es jetzt mit seinen weiten Pässen, aber sie kommen noch nicht genau. Starek. Meier. Sehr ruhig der Mönchner. Beckenbauer. Und das kommt bei ihm selten vor. Starek. Hof. Sieber. Pum. Hier noch einmal die Ehrentribüne. Mit Sonnenbrille und Hut sehen wir in der Bildmitte jetzt nach links herumdrehen Sepp Herberger, dahinter DFB-Sekretär Jauch, Franz Deckert, der Spielausschussvorsitzende. Und da ist Halbzeit, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir sind wieder im Stadion und wir haben eine nette Überraschung für Sie bereit. Am Mikrofon unten bei meinem Kollegen Helmut Bendt haben wir Altbundestrainer Sepp Herberger und den Ehrenkapitän der deutschen Nationalmannschaft zu einem kurzen Gespräch. Bitte Helmut Bendt, Sepp Herberger und Fritz Walter. Beide, Sepp Herberger und Fritz Walter, darf ich noch einmal recht herzlich begrüßen hier unten bei uns am Stadionmikrofon. Ich darf auch die Kopfhörer auflassen, meine Damen und Herren, das ist wegen der Verbindung zu Werner Schneider, der unter dem Stadiondach sitzt. Sepp Herberger, was würden Sie, wären Sie noch Bundestrainer, der Mannschaft, die heute hier spielt und eine Halbzeit hinter sich gebracht hat, sicherlich eine gute Halbzeit, in der Halbzeitpause in den Kabinen gesagt haben? Das ist leicht zu erraten, das, was jeder der 60.000 oder 70.000 Zuschauer sagen würden, wenn er das wohl überlegen, dass wohl überlegen gespielt wird und auch manches sehr schön ist, aber im Fußball zählen die Tore. Sicherlich, wir haben in einigen Situationen Pech gehabt, die Latte hat auch mal gerettet, aber wir müssen Tore schießen, denn wie gefährlich die Österreicher sind, hat sich aber einigen ihrer Vorschläge gezeigt. Fritz Walter, woran glauben Sie, liegt es, dass noch keine Tore gefallen sind, obwohl wir genügend Chancen hatten? Ja, ich möchte vor allen Dingen betonen, dass mir die 45 Minuten unserer Mannschaft hervorragend gefallen hat. Es ist überhaupt für meine Begriffe ein erstklassiges Spiel und die Österreicher sind ungeheuer gefährlich. Ja, woran liegt es? Chancen waren da, wie der Chef schon gesagt hat, ein bisschen Glück gehört halt auch dazu. Vielleicht auch in der einen oder anderen Situation etwas mehr Konzentration noch. Ich hoffe natürlich, dass vor allen Dingen unsere Mannschaft tempomäßig in den zweiten 45 Minuten noch zulegen kann. Und es wäre halt zu hoffen, dass möglichst bald ein Tor fällt, damit Ruhe in die Mannschaft kommt und auch für uns. Damit der Bann gebrochen ist. Das ist ja zu sehen, unsere Leute sind eben doch dank der Bundesliga in einer besseren Kondition. Denn schon allein, wenn die einzelnen Spieler, der Vergleich der Laufarbeit, wie lange die Österreicher laufen, doch jetzt gegen Schluss der ersten Halbzeit schon doch langsamer und schwerer, was darauf schließen lässt, und unsere Leute frischer, was eben doch schließlich entscheidet, werden Länderspiele ganz meist so durch die besseren Konditionen, es ist meist so gegen Schluss des Spiels entschieden. Sepp Herberger, wer war? Sepp Herberger, wer war für Sie in der ersten Halbzeit der druckvollste, der, sagen wir, beste deutsche Spieler? Auch unsere Mannschaft hat gut gespielt, wir haben eine gute Mannschaftsleistung gehabt und jeder hat da seine Verdienste. Bei den Österreichern ist nur schwer beizukommen, weil sie nicht keine organisierte, aber eine massierte Abwehr haben. Man sieht ja, dass auch die Österreicher selbst gegenseitig stören. Aber ich hoffe, dass eben in der zweiten Halbzeit wir uns mit einer besseren Kondition durchsetzen und dass wir noch dann auch zu den verdienten Toren kommen, was unseren Sieg auch rechtfertigen wird. Woran liegt es eigentlich, meine Herren, dass ein sogenanntes leichtes Spiel dann doch das Schwerste ist? Wir haben es gegen Albanien erlebt, gegen Zypern, das sind die beiden Spiele, die ich selbst mitbekommen habe und es infolgedessen beurteilen kann. Es geht gleich weiter, vielleicht können Sie die Frage noch beantworten. Ich habe gestern Helmut Schön gesagt, wenn das Spiel, wenn der Gegner schwerer wäre, hätte man es leichter. Das ist eine weise Antwort von Sepp Herberger. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Hier geht es weiter. Sie sehen, die Kamera schwenkt zu der österreichischen Mannschaft, die das Spielfeld betritt. Ich darf wieder zurückgeben zu Werner Schneider. Ja, wir erwarten nun also die zweite Halbzeit. Sepp Herberger begrüßt dort unten einige Spieler der österreichischen Mannschaft, die er aus der deutschen Bundesliga kennt. Und bei den Österreichern ist der erste Austausch bereits jetzt zu Beginn der zweiten Halbzeit zu erkennen. Mit der Nummer 14 oben am Kopfrand ihres Bildes haben sie ihn. Das ist Kreuz von Admira Energie, der vorhin schon am Ende der ersten Halbzeit auf der Spielerbank präpariert wurde. Und er wird nun in der zweiten Hälfte wohl in der Sturmmitte stürmen für Kögelberger von Austria Wien. Ich nehme an, das ist ein taktischer Austausch, denn von einer Verletzung haben wir nichts bemerken können.
Von der deutschen Mannschaft ist bisher noch keine Veränderung bekannt geworden. Sie wird also möglicherweise unverändert weiterspielen. Und ich hoffe, Ihnen hat dieses kleine Gespräch mit Sepp Herberger und mit Fritz Walter, die ja immer etwas zu sagen haben, doch etwas Freude bereitet. Ich darf Ihnen noch etwas Statistik sagen, meine Damen und Herren. Es ist das 340. Länderspiel einer deutschen Fußballnationalmannschaft seit 1908. 178 Siege, 101 Niederlage und 60 Unentschieden gab es bisher. In 19 Qualifikationsspielen zu einer Fußball-Weltmeisterschaft gab es 16 Siege und 3 Unentschieden bei einem Torverhältnis von 61-13. Und hier kommt nun die deutsche Mannschaft aufs Feld. Gegen Österreich haben wir im Rahmen von Weltmeisterschaften und Qualifikationen dreimal gespielt. 1934 in Neapel gewannen wir gegen die hohen Favoriten aus Österreich mit 3-2 und holten uns damit den dritten Platz. 1954 in Basel gab es das sensationelle 6-1 im Halbfinale auf dem Weg ins Endspiel gegen Ungarn, das ja dann mit 3-2 gewonnen wurde. Und in der jetzt laufenden Qualifikation eben das 2-0 vom 13. Oktober 1968 in Wien. In Nürnberg, das ist noch interessant, haben wir das 7. Länderspiel in der deutschen Geschichte, Länderspielgeschichte. Im ersten 1924 gab es, und das ist eine Parallele, oder hoffentlich eine Parallele, ein 4-3 gegen Österreich. Allerdings das letzte Heimspiel auf deutschem Boden in Nürnberg wurde mit 0-1 verloren. Es war die letzte Heimniederlage einer deutschen Nationalmannschaft gegen England. Die deutsche Mannschaft, so höre ich inzwischen, und wir sehen es auch unten auf dem Platz, spielt unverändert weiter. Helmut Schön hat also nichts ausgetauscht. Letzte Niederlage gegen Österreich sind fast 38 Jahre her, ein 0-5 in Wien. Und nun zur zweiten Halbzeit. Wenn Sie sich später eingeschaltet haben, sollten, meine Damen und Herren, die deutsche Elf in weißen Hemden und schwarzen Hosen von links nach rechts, jetzt Österreich in roten Jerseys, weißen Hosen und roten Stutzen. Starik. Starik gegen Schulz. Einwurf für die deutsche Elf. Auf Overath. Und Sigi Hölz. Und noch einmal Overath. Freidel hat sich jetzt eine Mütze aufgesetzt, weil die Sonne etwas in Richtung auf sein Tor scheint. Die kommt von der Tribünenseite her, wie Sie sehen können. Aber sie hat einen leichten Winkel auf das Tor der Österreicher. Fuck. Kein gefährliches Spiel, deutet der Schiedsrichter an. Eigenstille. Gegen Beckenbauer. Und Overath. Overath wurde offensichtlich festgehalten. Von Eigenstille, Freistoß durch Franz Beckenbauer. Auf Berti Vogts. Das war zu lange gezählt. Und Einwurf für Österreich. Hier haben wir Kreuz mit der Nummer 14, ein sehr stämmiger Spieler, 19 Jahre und dreimal in der Nationalmannschaft. Nicht korrekt von Vogts, von Höttges. Ja, mit dem Arm wurde dort gearbeitet gegen Bernd Patzke. Beckenbauer. Patzke. Hält. Beckenbauer. Schöner Schuss aus vollem Lauf. Leider nicht platziert genug.
Hof. Beckenbauer, Schulz. Bringt nichts ein, das Dreieckspiel. Pum. Starek. Ein gutes Spiel liefert. Sieber. Am Boden liegt, ich glaube, es ist Berti Vogt. Starek kommt hinzu. Hat offenbar ein Foul gegangen und Willi Schulz, der Mannschaftskapitän, spricht mit ihm und nun auch Brenninger, der mit ihm zusammen bei Bayern München spielt. Da kommt Gerd Müller. Schiedsrichter notiert sich den Vorfall offenbar. Die Deutsche Bank. Wir sehen Helmut Schön nicht ohne Sorgen. Denn er weiß, wenn seine Mannschaft hinter der Zeit herläuft, dann kann das sehr leicht zu Nervosität führen. Starek raus, ruft das Publikum. Aber es ist schon wieder alles in Ordnung. Ich finde, die Österreicher spielen sehr geschickt. Hof. Patzke. Brenninger. Willi Schulz. Held. Overath und Abschlag vom Tor der Österreicher. Wurde sogar Freistoß gegeben. Edmeier. Patzke gegen Siebe. Schulz. Dem Publikum läuft das offenbar zu umständlich, was die deutsche Mannschaft jetzt vorführt. Beckenbauer. Höttges. Und das war ein Foul von Edmeier. Erster Mann und dann den Ball, pflegten wir früher dazu zu sagen. Franz Beckenbauer mit der Nummer 4 steht zum Freistoß bereit. 9,15 Meter muss der Abstand sein. Oh ja. Wenn den der Berti Vogt richtig auf den Fuß bekommen hätte. Hier haben wir DFB-Trainer Lattek links und Masseur Erich Deuser aus Düsseldorf, der schon weit über 100 Mal die deutsche Nationalmannschaft betreut hat. Und noch betreut. Abschlag durch Sturmberger. Aufgestützt von Bernd Patzke. Pum. Hof. Möglichkeit. Und da stand Willi Schulz goldrichtig. Gerd Müller zieht ab. Aber Sturmberger. Pum. Starek.
Hof mit enormem Radius. Und das ist Norbert Hof vom Wiener SC, 25 Jahre alt, zum sechsten Mal in der Nationalmannschaft. Und er liefert heute ein sehr starkes Spiel, vornehmlich gegen Gerd Müller. Patzke, Beckenbauer. Gerd Müller. Zu eng. Da gibt es einfach kein Durchkommen. Sieber. Edmeier. Einwurf für die deutsche Mannschaft und hier noch einmal die österreichische Spieler- und Trainerbank. Willi Schulz. Beckenbauer. Bernd Patzke. Und Gernot Freidel. Edmeier. Beckenbauer, Schulz, Vogts, Held, gegen Pumm, Eigenstiller. Starek, Hof, Pumm, Sieber bleibt erfolgreich gegen Patzke und scheitert dann aber an Schulz. Einwurf für Österreich. Das ist Helmut Sieber, der jetzt für Kickers Offenbach spielt. 26 Jahre. Offenbar war das die falsche Stelle und der Einwurf wird wiederholt. Hier sehen Sie, wie eng gedrängt die Zuschauerbälle sind. Schulz hält. Dörfel. Gegen Fack. Möglichkeit. Und der Stolper blockt ihn wieder den Ball. Kreuz. Overath. Und immer wieder ein Bein dazwischen. Edmeier. Starek. Sieber. Höttges. Sigi Helz. Und Fack zog eine Ecke vor. Das ist Gernot Freidel. Und dieses Bernd Dörfel, der diese Ecke treten wird. Pumm. Ein österreichischer Spieler ist am Boden, deshalb diese kleine Unterbrechung. Hier haben wir ihn, das ist Sturmberger, der Kapitän.
Gespielt sind 13 Minuten der zweiten Halbzeit und es steht immer noch 0:0 in der Weltmeisterschaftsqualifikation zwischen Deutschland und Österreich. Berti Vogts. Freistoß für Österreich. Sieber. Behinderung und Freistoß für Österreich. Hettmeier. Schönes Zusammenspiel mit Redl. Verfolgt von Höttges. Und das ist die erste Ecke für Österreich. 11 für Deutschland, eine Ecke für Österreich. Das entspricht in etwa den Spielanteilen dieser Begegnung. Sehr gut gelöst von Meier. Eigenstiller. Ja, und da ist kein deutscher Stürmer in der Hälfte des Gegners. Sturmberger. Eigenstiller. Patzke hat mit Sieber einige Mühe. Brenningen. Ich fürchte fast, dass in der deutschen Mannschaft die Nervosität, die ich befürchtete, schon eingetreten ist. Sieber. Beckenbauer. Hält. Gerd Müller. Hält. Reininger. Noch einmal Held und wieder Brenninger. Einwurf für Österreich. Nur noch knapp eine halbe Stunde zu spielen. Und die deutsche Elf braucht jetzt dringend dieses Tor. Sieber, Patzke, Schulz. Beckenbauer. Freistoß. Und da mit Spätzündung. Auch Sturmberger zu Boden. Und ich hoffe, man beruhigt sich bald wieder. Da kommt Leopold Stasny. Mit dem Rücken sehen wir ihn jetzt hinzu. Um sich um seinen Kapitän zu kümmern. Man kann nicht sagen, dass das Spiel unfair gewesen sei. Es hat ein paar kleine Häkeleien gegeben, aber es blieb durchaus im sportlichen Rahmen bisher und wir hoffen, dass das auch in der letzten halben Stunde so sein wird. Schiedsrichter Fiala bemüht sich um Ruhe. Das ist der Staatstrainer noch mal einmal. Und vielleicht interessant für Sie,
Jeder österreichische Spieler bekommt im Falle eines Sieges über die deutsche Mannschaft 1.600 Mark. Für die von deutschen Clubs abgestellten Spieler muss der österreichische Verband jeweils 3.000 Mark bezahlen. Aber nun geht es da unten weiter. Freistoß und Beckenbauer. Brenninger. Und das war gedrückt von Brenninger. Sehr aufmerksam Schiedsrichter Fiala. Denn letztes großes Spiel war übrigens Rumänien gegen England in Bukarest im Oktober vorigen Jahres. Beckenbauer hält. Und jetzt gibt es auch schon Fehlpässe im Mittelfeld. Höttges hält, noch einmal Höttges. Dörfel und gepfiffen wegen Fouls an Höttges. Und wieder Beckenbauer. Einwurf für Deutschland. Overath. Abschlag vom Tor der Österreicher. Sie sehen, auf der deutschen Spielerbank tut sich nichts und Helmut Schön hat offenbar nicht die Absicht, vorerst auszuwechseln. Eigenstille. Overath. Patzke hält. Das dauert immer so lange, bis die Österreicher sehr massiert im eigenen Strafraum stehen. Hier sehen wir Georg Volkert vom 1. FC Nürnberg, der sich offenbar nun doch darauf vorbereitet, eingesetzt zu werden, anstelle von Brenninger sehr wahrscheinlich. Da kommt Helmut Schön, der jetzt eine Anweisung aufs Spielfeld gibt. Und da ist Volkert bereits auf dem Platz. Und Brenninger verlässt das Feld auf der anderen Spielfeldseite. 22 Minuten der zweiten Halbzeit gespielt. Erster Austausch in der deutschen Mannschaft also. Volkert vom 1. FC Nürnberg für Brenninger. Das ist sicherlich nur eine taktische Maßnahme. Keine Verletzung habe ich feststellen können. Beckenbauer. Hält. Sieber. Pum. Starik spurtet. Aber aus und Einwurf für Deutschland.
Uli Schulz, Berti Vogts, Kreuz, der neue Mann der Österreicher, macht sich recht gut. Das ist jetzt Eigenstimme. Pum. Willi Schulz. Und immer ist Hof der Mann mit der Nummer 7 bei Gerd Müller. Vogts und Schulz. Höttges. Das dauert unendlich lange. Patzke. Volkert und Freidel. Sieber, Beckenbauer und wieder Hof gegen Gerd Müller. Ettmeier. Patzke. Beckenbauer. Held. Und faul an Held. Österreicher reklamieren, das ist Eigenstiller. Und auch diese jungen Damen scheinen nicht so ganz zufrieden zu sein. Ja, was das nun sollte, war nicht ganz verständlich. Beckenbauer winkt enttäuscht ab. Und das zeigt, dass die Nervosität bereits in der deutschen Mannschaft Einzug gehalten hat. Starik. Fack. Gegen Dörfel. Starik. Ettmeier gegen Schulz. Und die zweite Ecke für Österreich. Bernd Dörfel hat sich offenbar wehgetan. Aber das Spiel geht weiter. Starik. Und Sepp Maier, ein Glück, dass er bisher noch nicht einen einzigen Fehler gemacht hat. Volkert und Beckenbauer waren das und nun Held. Beckenbauer. Ja, und da geht nun gar nichts mehr im gegnerischen Strafraum. Ettmeier. Seppmeier. Schulz. Zu spielen noch etwas mehr als 17 Minuten und möglicherweise wird noch eine Minute nachgespielt, aber noch kein Tor. 0:0 zwischen Deutschland und Österreich. Beckenbauer, Overath. Beckenbauer. Und Freidel mit den Fingerspitzen. Auf Kosten einer Ecke, der 12. für Deutschland. Dörfel. Overath.
Man muss auch sagen, die deutschen Stürmer haben wirklich nicht viel Glück in diesem Spiel. Beckenbauer. Abseits Gerd Müller. Beckenbauer versucht jetzt zum wiederholten Mal, den Ball über die Deckung der Österreicher für Gerd Müller zu servieren. Aber die Österreicher passen auf. Am Spielfeldrand ist jetzt Wolfgang Overath. Hier haben wir ihn im Bild mit Helmut Schön. Und hinzu kommt Erich Deuser, der Masseur. Hof. Starek. Volkert. Hilft es auf eigene Faust der Nürnberger. Mitgelaufen nur Gerd Müller und Dörfel. Und da kommt Sigi Held nach. Bei Overath, so erfahren wir von Helmut Benz, der unten an der Spielerbank sitzt, hat eine leichte Knöchelzerrung, aber er ist schon wieder dabei. Dafür muss jetzt, wie wir hier sehen, Eigenstiller aus der österreichischen Mannschaft behandelt werden. Da ist der Pfleger bereits. Aber auch er wird sofort weiterspielen, wie wir sehen. Starek. Edmeier. Sehr wirkungsvoller Spieler. Aber ein schwacher Schütze, wie wir gesehen haben. Es breitet sich jetzt so etwas wie Enttäuschung aus im Stadion. Auf der deutschen Spielerbank, so höre ich, ist Heinkes möglicherweise für einen Einsatz vorgesehen. Da sehen wir ihn bereits mit der Nummer 14. Josef Heinkes von Hannover 96, der heute zum dritten Mal in der Nationalmannschaft eingesetzt wurde. Redl, Beckenbauer. Foul von Overath. Ein Eigenstiller Freistoß für die Österreicher. Edmeier. Beckenbauer, Overath. Helmut Schön signalisiert schon an Overath, aber der ist so im Eifer des Gefechtes. Gerd Müller. Und immer wieder sein ständiger Bewacher Hof. Hier wird Elfmeter gefordert. Sicherlich zu Unrecht. Edmeier. Hof. Und nun Freistoß für die deutsche Mannschaft. Und hier kommt Jupp Heynckes auf das Feld. Er ist gestern 24 geworden und zum Geburtstag gleichzeitig zum ersten Mal Vater. Er hat eine Tochter bekommen. 77. Spielminute. Wiederwechsel bei der deutschen Mannschaft. Aber wir sehen hier, Dortmund, jetzt die Nummer 14. Herausgenommen wurde Sigi Held und nicht Overath. Overaths Zerrung kann also nicht so schwierig sein. Denn nun darf Helmut Schön ja selbst im Falle einer ernsthaften Verletzung nach dem Reglement der Weltmeisterschaft nicht mehr austauschen. Zwei Spieler, selbst wenn der Torwart verletzt würde, ein weiterer Austausch ist nicht möglich. Inzwischen die 13. Ecke. Schwach getreten. Patzke. Beckenbauer. Und nun versucht es der Franzl auf eigene Kappe. Er ist sicherlich enttäuscht, dass man in den letzten Minuten so wenig auf seine Ideen eingegangen ist. Aber mit solchen Schüssen ist natürlich auch kein Start zu machen. Im Bilde jetzt der 12. Gegner der deutschen Mannschaft, die Uhr. Denn Sie sehen, es sind nur noch rund 12 Minuten zu spielen. Und immer noch rennt man hinter dem einen Tor hinterher. Entsinnen wir uns, so war es auch in Nikosia beim 1:0 gegen Zypern, als Gerd Müller in der Nachspielzeit in der 92. Minute dieser Treffer gelang. Beckenbauer.
Overhards. Vogts. Overhard. Zerreißt sich förmlich. Der Kölner, aber auch ihm gelingt nur wenig jetzt. Beckenbauer. Patzke. Nein, Heinkes. Noch einmal Leopold Stasny. Und hier Gernot Freidel. Starek versucht es noch einmal. Erstaunlich, wie die Österreicher auch konditionell noch da sind. Sie bauen keineswegs ab. Edmeier. Höttges. Und Edmeier macht das ganz geschickt. Spielt Oetkes an und es gibt eine Ecke, die dritte für Österreich. Freistoß für Österreich. Hier sehen wir junge Damen mit Tulpen. Sicherlich für beide Mannschaften. Sepp Maier. Beckenbauer. So haben wir schon einmal in einem Länderspiel gegen Österreich auf ein Tor gewartet in Köln 1953, wo das Spiel 0:0 ausging. Heinkes gegen Pum. Volkert. Ja, Sie sehen, meine Damen und Herren, auch die beiden neuen Spieler im deutschen Angriff sind bisher nicht in der Lage, gegen dieses österreichische Bollwerk, das sehr, sehr sicher verteidigt, etwas auszurichten. Und nun werden schon fast die Sekunden gezählt. Es fehlt die große Idee, jetzt noch ein Tor zu erzielen, nachdem in der ersten Halbzeit viele gute Chancen nicht genutzt werden konnten. Howard. Volkert. Man versucht es jetzt mit Einzelaktionen. Gefährliches Spiel von Berti Vogts. Freistoß für Österreich. Und die Österreicher tun es jetzt gemächlich. Edmeier. Sturmberger halten den Ball jetzt in den eigenen Reihen. Offenbar sind sie mit dem 0:0 oder wären sie damit zufrieden. Pum. Der Mann ist gefährlich und man sollte ihn angreifen. Gut aufgepasst von uns. Overath. Volkert, ja, Spiel über die Flügel, das könnte die Lösung sein. Heinkes. B.
bis auf zwei alle Österreicher im eigenen Strafraum. Overath, sehr geschickt gemacht. Österreichische Tor ist leer, aber statt hoch zu schießen, vergibt Willi Schulz diese Chance. Freistoß für die deutsche Mannschaft. Freidel war etwa 8 bis 10 Meter noch außerhalb seines Tores, als Schulz in Ballbesitz kam. Beckenbauer. Geht nichts. Starik. Fuck. Eigenstiller. Überlässt Starik. Sieber. Gerd Müller. Patzke. Jetzt könnte man einen Pass in die Gasse geben, aber dann wird quer gespielt. Und man muss nun sagen, dass die Leistung der deutschen Mannschaft in dieser zweiten Halbzeit doch rapide abgenommen hat, nachdem das Tor einfach nicht fallen wollte. Zu spielen nach meiner Uhr noch wenige Sekunden über 5 Minuten. Beckenbauer. Und das war ein Foul von Patzke an Sieber. Freistoß für Österreich. Und diese Gelegenheit wird benutzt, um hier im Bilde jetzt auch Edtmeier zu behandeln. Diese Unterbrechungen sind den Österreichern natürlich willkommen. Sieber ist ebenfalls in Behandlung am Spielfeldrand noch, aber es geht weiter mit Freistoß durch Edtmeier. Beckenbauer. Jetzt müsste man schnell das Mittelfeld überbrücken. Über die Flügel. Nur so ist die Deckung des Gegners zu packen. Sieber ist wieder auf dem Feld. Schulz zu Volkert. Ja, auch solch ein Pass sollte eigentlich nicht passieren für einen Mann mit 57 Länderspielen. Und diese Pfiffe erscheinen mir nun berechtigt. Beckenbauer. Overath. Dörfel. Und da ist gepfiffen. Freistoß für die deutsche Mannschaft nach diesem leichten Foul an Bernd Dörfel. Verzögerungstaktik der Österreicher. Bernd Patzke führt den Freistoß aus. Volkert. Heinkes kämpft. Möglichkeit Müller. Und Tor! Und Tor! Ist das ein Jubel? Ist das ein Jubel? Kaum noch mit zu rechnen, nach meiner Uhr nur noch 3 Minuten zu spielen. Also die 87 und hier die Wiederholung. Die Österreicher schlagen weg. Jetzt kommt der Ball in die Mitte und sehen Sie, wie Müller kämpft. Erst Heinkes, jetzt Müller. Und trotz Bedrängnis durch Sturmberger dieses 1:0, als man schon nicht mehr damit rechnen konnte. Und hier sehen Sie unsere Uhr zu spielen nach regulärer Spielzeit. Noch etwas über 2 Minuten. Das 10. Länderspieltor von Gerd Müller in seinem 11. Einsatz in der Nationalmannschaft.
fast eine Duplizität zu Nicosia. Und nun in dieser Situation, da wir pünktlich vom Sender müssen, gebe ich kurz hinunter zu Helmut Bendt zu einem kurzen Gespräch mit Helmut Schön. Helmut Schön, der Band ist gebrochen. Ich glaube, Sie sind sehr froh und sehr glücklich. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Das Tor hätte uns viel eher schon mal es hätte viel eher fallen können müssen. Und weil wir eine ganze Menge Chancen gehabt haben, besonders in der ersten Halbzeit. Und jetzt ist es in einem Moment gekommen, wo ja fast niemand mehr dran dachte. Die österreichische Mannschaft hat ihr Spiel ganz hervorragend gespielt und hat uns... Sie können Ihre Rede unterbrechen, ja? Denn Sie sind genauso gespannt wie die Zuschauer. Ja, ich möchte jetzt nichts mehr sagen. Dafür haben wir Verständnis, Herr Schön. Vielen Dank, dass Sie überhaupt geantwortet haben. Wir haben Verständnis dafür. Vielen Dank. Und wieder zurück zu Werner Schneider. Meine Damen und Herren, ich denke, Sie haben gehört, wie die Spannung noch in Helmut Schön steckt. Und auf der anderen Seite aber auch, wie glücklich er ist, dass dieses Tor gefallen ist. Aber wie gesagt, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Der Schiedsrichter schaut bereits auf die Uhr. Und wahrscheinlich lässt er also nicht nachspielen. Der Schlusspfiff, wir erwarten ihn in wenigen Sekunden, er hat bereits die Pfeife im Munde. Hier haben wir ihn im Bild. Und ich darf bereits sagen, dass dieses Tor, weiß Gott, ein goldenes Tor gewesen ist, so wie das von Nicosia auch. Jetzt verzögert die deutsche Mannschaft und das ist sicherlich berechtigt und auch geschickt. Wir sehen, Overath hält den Ball. Und nach einer Leistung, die stark begann, die dann aber durch das fehlende Tor von Minute zu Minute schwächer wurde. Aber das Spiel ist aus, meine Damen und Herren. Deutschland gewinnt mit 1:0 und hat damit weiterhin den Weg nach Mexiko offen, wenn es zum Rückspiel gegen die Schotten im Oktober in Hannover geht. Und damit, meine Damen und Herren, schalten wir mit einem glücklichen Ende zurück in die Sendezentrale.